Hallo, zurück zu einem neuen Party Sims 4 Rags to Riches. Und zwar zu Part 17, wenn mich nicht alles irrt, oder? Doch, ich glaube schon, es müsste Part 17 sein. Ja, hallihallo Ruby. Na, mit wem bist du denn hier so am Schnacken? Hä? Mit wem nur? Vielleicht mit dem Herren aus dem letzten Part, und zwar mit niemandem? Kiyoshi! Hallo! Ja, ich werde direkt bestimmt auffallen und so, hä? Warum sieht Kiyoshi so anders aus? Ich habe ihm andere Haare, andere Augenbrauen und einen anderen Bart gegeben, weil, ihr habt das auch geschrieben, er sieht Jeb sehr ähnlich und ja, stimmt. Die hatten die gleichen Haare und ich glaube sogar den gleichen Bart und das war irgendwie dann doch ein bisschen doof. Kiyoshi habe ich halt schon vor einer Ewigkeit erstellt, da gab es Jeb glaube ich noch gar nicht. Außerdem ist Kiyoshi ja ein EA-Sim. Nur Makeover-mäßig umgestellt. ja, was ist im letzten Part passiert? Kiyoshi hat bei uns übernachtet, weil wir haben den Filmabend zusammen verbracht. Eigentlich wollten wir den ja mit Dakota verbringen. Aber sie kam dann ja zufällig in den Park und hat uns gesehen und hat gesagt, ach Quatsch, wir können uns ja auch ein andermal treffen. Und deswegen war Kiyoshi bei uns und er hat bei uns übernachtet, weil es hat halt so stürmisch geregnet und es war halt echt schlechtes Wetter und Ruby wollte halt nicht, dass er dann bei dem schlechten Wetter nach Hause fährt und deswegen hat er bei uns übernachtet. Ja, jetzt haben wir gefrühstückt und jetzt muss er aber auch los. Mensch, das ist aber auch ein... Hä, warum hat er hier eine andere Haare? Das sind Noahs Haare. Moment. So, jetzt hat der gute Mann überall die gleichen Haare. Oh, guck mal, er denkt sogar an uns. Ja, wie es mit ihm weitergeht, weiß ich noch nicht. Also ich finde ihn eigentlich ganz süß und wir könnten uns ja vielleicht noch ein paar Mal mit ihm treffen, so auf ein Date oder so, und dann gucken, was geht, weil er ist halt doch, finde ich, sehr schüchtern. Also Jeb zum Beispiel ist er ja, okay, doch nicht so schüchtern. Ich dachte, du wolltest gehen, geh weg. Auf jeden Fall, Jeb da ist ja nicht so schüchtern, ihm ist ja alles egal und er ist einfach direkt let's go. Ich mach mal noch ein paar Blümchen, ich verkaufe die aber direkt, weil sonst schimmeln die ja. Auf jeden Fall, Noah ist da ja auch ein bisschen so zwischen Jeb und Kiyoshi, finde ich. Er war zwar so schüchtern, aber wir haben ihn trotzdem leicht um den Finger wickeln können. Und er ist ein bisschen schüchtern, vielleicht treffen wir uns einfach noch ein paar Mal mit ihm, dann schauen wir einfach, wie es so wird. Warum ist das so dunkel im Flur? Habe ich da kein Licht? Es kann natürlich sein, dass ich da ein Licht vergessen habe. Ansonsten, genau, ich lasse die jetzt Blumen binden, weil wir sind ja hier, ich glaube, Level 4, genau, fast Level 5. Wir haben ja gesagt, bei Level 10 holt sie sich einen Laden. Und ich habe gesehen, es gibt eine Mod, Live in Business, glaube ich, von Little Miss Sam. Little Miss Sam, sehr große Empfehlung, hat super duper tolle, viele kleine Mods, die einfach nur mega gut sind. Gesundheit. Auf jeden Fall, mit dieser Mod kann man einen Laden hier im auf seinem eigenen Grundstück machen. Da kann man dann den Grundstückstyp wählen und dann kann man da den Laden einsetzen. Was ist denn los? Oh, bist du ein Landgrab? Ja, das sieht man. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, dass wir das hier dann alles rundherum entfernen können. Und dann können wir ja sagen, die Stadt hat irgendwie gesagt, so ja, das passt hier nicht hin. Wir müssen das alles abreißen und Ruby stört es halt nicht. Solange die halt hier ihren Garten in Ruhe lassen, ist alles in Ordnung. Und dann könnten wir das Haus vielleicht auch nochmal ein bisschen umbauen, indem wir es einfach halt, ja, vielleicht nicht als Container bauen, sondern einfach ein wirklich richtiges Haus. Und ich will halt auch die Umwelt schöner machen, aber ich check's irgendwie immer noch nicht. Ich weiß, dass ihr mir das geschrieben habt und auch mit den Abstimmungen und so. Und ich weiß, dass man sich das auch ercheaten kann. Das habt ihr auch geschrieben. Ich schau mal. Vielleicht lasse ich es noch ein paar Tage so und dann mache ich es hier ein bisschen schöner. Ja, mal gucken. Ich meine, unser Ziel ist es ja jetzt nicht, die Stadt hier schön zu machen, sondern einfach reich zu werden. Und ja, das wollte ich dann halt machen, dass sie dann ihren eigenen Laden hat. Das verkaufen wir einfach schon mal direkt. Ich weiß, dass es über Plopsy auch geht, aber wir haben ja dieses doofe Problem mit dem... Genau. Mit dem, wo ist er? Da, mit dem Briefkasten. Ne, ihr seht, ich habe schon wieder einen neuen platziert, auch auf eine andere Stelle. Aber es geht immer noch nicht. Von daher ist das leider kaputt. Ich überlege jetzt, das hier auch zu verkaufen. Es sind halt nur 200 Simoleons, ne? Aber ich meine, 200 Simoleons haben oder nicht haben, ne? Hihi.
Ansonsten habe ich hier noch so eine Kamera, die habe ich auch neu. Die ist für so Screenshots und für so, ja, Bilder eigentlich ganz cool. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Aber die ist jetzt gerade irrelevant. Annie, ich möchte gerne, dass du noch ein paar mehr Blumen bindest, weil wir müssen ja auch ein bisschen vorankommen, um unser Laden irgendwann mal zu bauen. Könnt ihr mir ja gerne sagen, wie ihr das findet. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn wir hier unseren Laden haben. Oh, hey, ich habe gehört, du und Kiyoshi seid jetzt gute Freunde. Du wirst immer berühmter. Kein Wunder, dass viele dich kennenlernen möchten. Okay, danke, Morgan. Genau, ihr könnt mir ja eure Meinung sagen zu dem Laden. Auf dem Grundstück finde ich eigentlich ganz cool. Finde ich sogar cooler, als wenn wir einen Laden in Magnolia Promenade holen. Weil es ist halt hier direkt. Und ja, finde ich eigentlich ganz interessant. Oh, Noah ruft an, wenn er jetzt schon wieder sagt, dass der irgendein Date hat oder so, ne? Weißt du was? Mein Date mit Mai ist sehr gut gelaufen. Schön. Schön, Noah. Freut mich. Ich meine, wir sind halt immer noch Freunde, ne? Hier, aber oh, es tut weh. Es tut weh, dass er ja, sich mit einer anderen Dame getroffen hat. Aber ich meine, wir haben uns ja auch mit hier Kiyoshi getroffen. Ja, von daher ist das schon in Ordnung. Ach, Manu. Oh, okay, wir haben noch einen Anruf. Hallo, ich heiße Jerry von der Rückerstattungsabteilung. Möglicherweise hast du Anspruch auf eine Barabrechnung. Alles, was ich heute von dir brauche, ist deine Bankkontonummer. Also sowas ist ja, also wenn ich so einen Anruf in echt kriege, würde ich erstmal auflegen. ich meine, wir können ja einfach mal... Ah, scheiße, wir wurden abgezogen. Nein! Ich habe gehört, dass du deine... Nein, lass mich in Ruhe, Daryl. Vielen Dank für deinen freundlichen Beitrag. Du blöde Landgrab-Tussi! Manno! Scheiße. Naja, egal. Ich habe hier eine Sommer-irgendwas gemacht und die bringt uns 90. Davon mache ich jetzt einfach noch ein paar, dann haben wir wieder Geld. Ach, Mist! Betrogen! Good morning in the morning. Also ich habe Ruby, wie ihr seht, vielleicht ein bisschen an ihren Fähigkeiten arbeiten lassen. Und zwar sind wir jetzt Level 6 im Blumenbinden und Malerei auch Level 6. Ich habe sie ein bisschen malen lassen. Ich glaube, ich habe irgendwie 4, 5 Gemälde oder so gemalt. Ein paar habe ich verkauft, ein paar habe ich nochmal auf Plopsy gestellt, um zu gucken, ob das jetzt funktioniert. Und zwar, gucken wir mal, ob das jetzt klappt. Also das wollte schon mal jemand haben. Ach Manu, ich habe gedacht, vielleicht liegt das nur an dem einen Gemälde. Ah, Manu. Wollte ich noch irgendwas machen? Nee, ich glaube nicht. Ich wollte mich jetzt zum Frühstücken mit irgendwem treffen. Ich glaube, nehmen wir Jeb mit? Wir haben uns schon lange nicht mehr mit Jeb getroffen. Wir gehen jetzt frühstücken mit Jeb. Da. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Ich glaube, ich habe es euch schon gezeigt, oder? Ich weiß es gerade nicht. Es ist hier so eine kleine Stadt, die habe ich bei Sandra gesehen im Video. Ich weiß auch nicht, ob sie das gebaut hat oder ob das jemand anders gebaut hat. Aber ich habe es ein bisschen geändert. Das war mir ein bisschen zu ägyptisch, würde ich sagen. Auf jeden Fall, also nicht so das Schlechteste oder so, aber es hat halt irgendwie für mich nicht so in die Welt reingepasst. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht mit dem Steinboden und so. Da kann man shoppen, da kann man essen, da kann man kaufen, da kann man auch kaufen, da kann man Wellness machen und hier kann man auch nochmal essen und oben so, hier, ne? Blubberblasenblasen. ich habe es hier in, wie heißt es, Copperdale platziert, weil ich fand, das sieht eigentlich ganz cool aus mit dem Riesenrad auch direkt da. Das Einzige, was halt jetzt natürlich doof aussieht, ist, dass es hier so, ne, mitten in der Wiese steht und so einfach drumherum, aber naja, was willst du machen? Ist halt jetzt so. Und ich habe gerade eine Barista engagiert, weil das natürlich schon wieder nicht geklappt hat. Warum gehen die... Warum gehen die hier nicht runter? Aber hier schon. Na gut, da müssen wir halt von hier an. Ich möchte gerne hier hingehen, weil wir warten auf die Barista. Oh, Tee. Dann können wir uns ja so lange eben mit Jebby Boy unterhalten. Wir fragen nach Interesse. Hi, Jeb. Na, hast du Hunger mitgebracht? Ja, ja. Oh, warte mal. Ist das nicht die Tunte? Nee. Nee, das war eine Landgrab-Tunte, ne, die uns abgezogen hat hier. Jetzt finde ich es natürlich nicht. Nee, nee, okay, das war eine andere. Na gut. Na gut. Du bist nur Summer Holiday. Summer, ich würde gern Essen bestellen. Essen bestellen. Zum Hieressen. Ein Schokobrötchen, bitte.
Ich hoffe, Jeb bestellt sich auch was zu essen, weil sonst ist es irgendwie doof. Ich kann nämlich nicht für uns beide bestellen, warum auch immer. Hallo, ich hätte gerne ein Schokobrötchen, bitte. Aber klar, kein Problem, danke. Oh, mein Schokobrötchen explodiert. Nein. So, Jeb, möchtest du dir nicht auch was zu essen holen? Nee, du, lass mal, ich hab grad keinen Hunger. Oh. Ach, da ist sie doch. Ist einfach verschwunden. So, dann nimm dein Schokobrötchen. Oh, er hat ein Foto gemacht. Wie süß. Oh. Ups, wir haben vergessen, den Strom zu bezahlen. Ja, komm, setzt euch doch hier hin. Zusammensitzen. Er hat zwar jetzt nichts zu essen bestellt, aber naja. Das bist du eigentlich, Angestellte. Mhm. Hat sie schon aufgegessen? Ey, schnell hast du es. Was ist aufgesogen oder was? Aber sprich mal mit Jeb, der scheint mir ein bisschen genervt zu sein. Jeb, was denn los? Alles gut bei dir? Ach ja, weißt du, es war nur ein anstrengender Tag gestern. Dieser blöde Sturm hat einfach bei mir Stromausfall verursacht. Oh, echt? Naja, ist doof. Aber wenn wir schon bei gestern sind, ich habe da wen kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du ihn vielleicht noch kennst, Kiyoshi, der war mal bei uns in der Stufe. Nee, weiß ich gerade nicht, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ja, ich habe gestern den Tag mit ihm verbracht und das war richtig cool. Echt? Okay, ja, Ach, Mano. Also, ich könnte mir vorstellen, dass, ja, er ist, glaube ich, nicht so begeistert darüber, dass, Ruby sich mit Kiyoshi getroffen hat, weil ich könnte mir vorstellen, dass Jeb so einer ist, der vielleicht mit Ruby selber zusammen sein möchte oder halt so ein Freundschafts-Plus-Ding haben möchte oder so. Wer weiß, was in seinem Kopf vorgeht. Aber er tut so natürlich, als wird er sich für sie freuen. Und hier raus. Ich habe mir jetzt endlich die Mod geholt, dass ich Leute aus Gesprächen verbannen kann. Die sollen nämlich nicht alle zuhören, wenn ich hier mit meinem besten Freund Jaeger sanft küssen. Ich glaube, es ist sehr klar. Ja, ja, und Jeb ist bestimmt auch so einer, der geht ins Fitnessstudio und sieht gut aus. Ne, natürlich so dein Beuteschema. Och, Jeb, hör doch auf. Der ist total nett. Wir haben ein bisschen geflirtet und so, aber sonst war es eigentlich... Wir haben nicht viel gemacht, also beruhig dich. Ja, ja. Ich gehe mir was zu essen holen. Ja, ist okay. So, Ruby holt sich jetzt aber auch nochmal einen Kaffee. Ein Kaffee, bitte. Oh, Jeb, wolltest du mir nicht was zu essen holen? Ah, nee, ich hab einfach so Kopfschmerzen heute. Ich weiß auch nicht. Mhm. Und sonst ist alles gut? Ja, 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 natürlich. Alles gut, klar. Ach, das wird schon mit deinen Kopfschmerzen. Ja, ja, alles gut, klar, natürlich. Und er ist so ein bisschen so, ach Mann, Kiyoshi. Kenne ich nicht den Typen. Also wenn du möchtest, wir können ja auch mal was zu dritt machen. Also du, Kiyoshi und ich. Wie sieht's aus? Ja, klar, warum nicht? Vielleicht könnten wir ja mal irgendwie, weiß nicht, zusammen ins Fitnessstudio gehen oder so. Was hältst du davon? Ja, klar, können wir mal machen. Also... Natürlich, dann können wir ihn mal kennenlernen. Also, kann ich ihn kennenlernen. Ja, wir können ja einfach mal gucken, wie es so läuft und wer er so ist. Ja, ja, das machen wir. Moment, Dakota ruft mich an. Mein Nachbar hat mir gerade geschrieben, dass jemand meinen Highscore auf der GeekCon geknackt hat. Hast du Lust mit mir auf die Motion Gaming Matten zu steigen und die Führung zurückzuerobern? Oh, Dakota, danke, aber also eigentlich... Bin ich ja gerade mit... Ich frage mal, ob Jeb mit möchte, ja? Ja, ja, klar. Jeb, möchtest du mit auf die GeekCon? Ja, klar, warum nicht? Dann nehmen wir doch Jeb einmal mit und gehen mit ihm zusammen auf die GeekCon. Tja, wir sind angekommen und es ist genauso ein doofes Wetter wie in Copperdale, aber was willst du machen? Wir begrüßen erstmal Dakota. Hi, Dakota. Na, alles gut. Kennst du schon Jeb? Ach doch, doch, ihr kennt euch ja. Doofe Frage. Wo ist diese Matte, wo wir spielen müssen? Da. So, wir spielen... Toll, es regnet. Wir können die Dinger nicht benutzen. Nee, das ist aber auch, glaube ich, gar nicht diese Matte, oder? Aber sonst leuchtet ja auch nichts anderes. Weil ich meine, jetzt hat Dakota uns schon hier eingeladen. Und ich fände es eigentlich ganz gut, wenn es nicht regnet. Weil wir haben ja auch die Aufgabe, dass wir hier auf diesen Matten spielen sollen. So, es hat aufgehört zu regnen. Und jetzt können wir... Immer noch nicht? Ah, okay. Ultimativer Spieletest! Ja! Komm, Dakota, wir testen jetzt die Matte aus. Ja, denkst du, okay, warum bin ich jetzt hier? Ist doch nur so ein Mädels-Treff, oder nicht? Wie, wir können da nicht hingehen? Warum können wir da nicht da drauf? Ach so, weil es besetzt ist. Manu! Mann, jetzt sind die alle drei besetzt! Hey, geht doch mal weg! Ach Mann, Dakota, wir wollten doch eigentlich...
Zusammen. Na gut. Dann quatschen wir noch ein bisschen mit denen. Ach, Dakota, ich hab's vorhin Jeb schon erzählt. Kiyoshi war ja gestern da. Oh, echt? Oh, da geht Jeb direkt. auf jeden Fall, wir haben uns getroffen und ja, es ist gar nicht so viel gelaufen. Warum nicht? Oh, Dakota. Auf jeden Fall, ja, wir haben den Film geschaut. Ja. Mann, Dakota, auf jetzt. ja, ich habe mir gedacht, wir können uns ja vielleicht ein bisschen besser kennenlernen und Jeb will ihn auch kennenlernen. Aha, okay. Ich meine, Jeb ist dein bester Freund, ne? Ja. Dakota. Ja, Ruby, weißt du, ich muss halt für den Pump, ne? Meine Fitnesstrainerin hat gesagt, ich muss immer wieder Liegestütze machen, weil ich bin halt so schlaksig und dann muss ich ein bisschen Muskeln aufbauen. So, sorry. Also, ja, auf jeden Fall, Jeb möchte ihn auch kennenlernen. Echt? Jeb möchte ihn kennenlernen? Hätte ich nicht gedacht, okay. Aber vielleicht labert er ja auch nur so von wegen, ja, ich möchte ihn kennenlernen und bla bla bla. Damit du glücklich bist, weißt du, wie ich meine? Ja, das kann natürlich sein. Aber ich glaube, er möchte ihn halt wirklich kennenlernen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt ihm ja doch was daran. Keine Ahnung. Aber wir können ja mal schauen und, ja, so eine Art Doppeldate, wäre das was? Ja, wäre eine gute Idee, aber ich glaube, ich lass die beiden sich erstmal kennenlernen, bevor ich dann noch irgendwie mitbringe. Der Arme, der tut mir so schon leid. Der kennt jetzt irgendwie alle und ist schon total überfordert. Ja, stimmt, du hast recht. Naja, lassen wir Jeb mal einfach reden, ne? Du weißt ja, wie Jeb ist. Ja. So, können wir jetzt dieses Ding machen? Ultimativer Spieletest? Oh mein Gott, wir müssen kämpfen! Kämpf, Ruby! Kämpf dich durch die Höhle durch! Warum hat die denn so ein Blockspiel? Okay, Yoshi ruft an. Pause, Pause. Okay, hi Ruby. Ich weiß, das wird sich komisch anhören. Wir sind befreundet, aber ja, ich sag's, wie es ist. Ich habe mich in dich verliebt. Also, oh, okay, es ist raus. Also würdest du mit mir ausgehen? Du bist halt echt cool und ich würde dich auch gerne treffen. Oh, hi, Kiyoshi. Das ist ein bisschen, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also, weil ich dachte, also gestern warst du so schüchtern. Ja, ich weiß, ich wollte halt nicht aufdringlich wirken. Ja, also ich bin halt gerade mit Dakota auf der Geekcon. Möchtest du, also, sollen wir ins Fitnessstudio gehen? Hättest du darauf Lust, ins Wellnesscenter? Ich habe auch noch einen Freund, der wird gern mitkommen. Ach, ein Freund. Ja, okay. Ich sag Dakota Bescheid, ja? Dakota, ich, hier ist, oh. Oh nein, ich hab doch gesagt mit Freunden. Warum ist denn jetzt hier so? Ja, okay, dann sagen wir jetzt einfach, dass er gesagt hat, ach so, ein Freund, ja, dann, nee, dann bleib du doch mal einfacher auf der Geekcon, okay? Oh nein, Kiyoshi. Das tut mir jetzt richtig leid. Oh mein Gott, Dakota, du glaubst es nicht. Weißt du, wer gerade angerufen hat? Nein, ja doch, er hat angerufen und gefragt, ob er sich in mich verliebt. Glaubst du mir das? Also, ich weiß gar nicht, wie ich. Also, ich habe ihm gesagt, wir könnten ja zusammen hingehen, aber er hat dann gesagt, nee, dann bleib du mal hier. Okay. Komisch, oder? Ja, ich muss das mal Jeb sagen. Hey Jeb, also Kiyoshi hat gerade angerufen. Ja, und? Er hat gesagt, er ist in mich verliebt. Ja, ist doch toll für dich. Ja, ich habe ihm gesagt, wir können uns ja zusammen treffen, aber irgendwie hat er gesagt, nee, dann bleib du mal da mit deinen Freunden. Ja, vielleicht wollte er einfach nur nett sein. Ja, ich glaube auch. Vielleicht hat er auch einfach nur Angst vor mir, wer weiß. Nee, auf jeden Fall, Jeb. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich reagieren soll. Soll ich mich trotzdem mit ihm treffen? Was sagst du? Ach, nee, du, lass mal erstmal hier gemeinsam bleiben. Ach ja, schwierig, schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass Jeb halt sagt so, nee. Oh, dass Jeb halt sagt so, nee, treff dich jetzt erstmal nicht mit ihm, ne? Weil wir sind ja hier in der Stadt. Together, okay, alles klar. Von daher müssen wir nicht unbedingt. Aber vielleicht macht er es ja auch extra, damit Ruby sich halt nicht in ihn verliebt. Keine Ahnung. So, ist unser Essen fertig? Dankeschön. Ja, also ich habe es mir nochmal überlegt, ne? Also er hat dich angerufen. Ja, er hat mich angerufen und hat gesagt, ich bin in dich verliebt. Okay, alles klar. Ja, und wie willst du jetzt vorgehen? Ja, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Also ich hatte halt überlegt, ihn zurückzurufen. Ja, mach das ruhig. Wenn du meinst, das ist das Richtige.
Warte, macht immer Fotos. Er ist so süß, aber ich glaube, hier ist ein Superstar, deswegen macht er Fotos. Aber wir tun so, als würde er Fotos von uns machen. Ja, also ich glaube, ich rufe ihn mal eben zurück, ja? Okay. Vielleicht möchte er ja auch hierher kommen. Kann ja mal direkt fragen. Hey, Kiyoshi, wegen gerade. Hast du vielleicht Lust, auch auf die Geekcon zu kommen? Also dann können wir einfach was als Freunde erstmal machen. Ich meine, dann kannst du auch meine Freunde kennenlernen. Ja, klar. Ich komme rüber. Okay. Es geht jetzt auch wieder direkt zu Jeb und erzählt ihm das erstmal. Jeb! Oh, er ist weg. Naja. Wo bleibt er denn? Wo ist er denn? Er ist noch nicht hier, okay. Hi, Kiyoshi! Ah, hi, Ruby. Ah, sorry, ne? Also, wegen gerade. Der Anruf, es tut mir leid. Also, ich möchte dich jetzt nicht verletzen oder so. Also, ich finde dich schon wirklich, wirklich interessant und auch sehr hübsch. Und ja, alles gut, Kiyoshi, alles gut. Ich meine, gestern war es ja schon toll, oder? Ja, schon. Wir können uns ja noch weiter kennenlernen und wer weiß, was sich so entwickeln wird, oder? Ja, klar. Oh nein, nicht, dass er jetzt verletzt ist. Ah, ich hab dich. Oh, Ruby. Ruby, hau jetzt. Du bringst ihn da rum oder so. Okay, ruf dann. Wann? Und dann verwandelte er sich in eine Gurke. Das Lustige, was ich je gesehen habe. Hat uns ein SMS geschickt. Ja, super, Kai, super. Ich würde sagen, wir können uns ja vielleicht hier einmal mit unseren Freunden was zu essen holen. Steht hier einfach ein Hund auf der Tanzfläche. So, ich habe die mal jetzt alle hier hingebracht, weil ich hätte halt schon gern, dass diese irgendwie mal alle sich so ein bisschen kennenlernen. Und wie lernt man sich am besten kennen? Indem man zusammen tanzt. Deswegen tanzen die jetzt einfach mal alle hier. Finde ich eigentlich ganz witzig. So. Hund, musst du hier liegen? Jeb fehlt. Wo ist Jeb? Ah, da hat er irgendwie gar keinen Bock. Die Musik! Das ist Sims 2 Musik. Oh. Cool. Können wir so einen Gruppentanz machen? Kriegen wir das hin? Tanz in der Gruppe. 1, 2, Wechselschritt. Oh ja, die machen das tatsächlich. Wie cool. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Aber guckt mal. Das sieht so cool aus. Oh, irgendwie sind jetzt alle weggegangen. Nur Kiyoshi ist hier. Ah, nee, Jeb ist auch da. Jetzt tanzen die auf einmal, ne? Guckt euch das an. Tanzen die jetzt nochmal? Nee, ich glaube, jetzt haben die keine Lust mehr. Na gut. Ich hatte überlegt, vielleicht können wir ja mit der Gruppe hier, ja, eine Gruppe gründen, oder? Also, dass wir jetzt nur halt unsere Freunde anrufen, sozusagen dann immer als Freunde uns treffen. Geht das? Dass wir halt niemand anderes annehmen. Nur so unser Grüppchen. Fände ich eigentlich richtig cool. Jetzt tanzen die hier wieder ab zusammen. Können wir zusammen mit Kiyoshi tanzen? Das wäre doch witzig, oder? Ja, komm, wir tanzen jetzt einfach nur mit Kiyoshi zusammen halt. Eigentlich habe ich die Gruppe angeklickt, aber keine Ahnung, wo die alle hin sind. Ach ja, die beiden. Ja. Also ihr könnt mir ja gerne mal sagen, was ihr findet, wie Kiyoshi und wie Ruby jetzt weitermachen sollen. Also ich finde die beiden als Paar eigentlich schon ganz interessant. Ich meine, mit der Gruppe, da können wir auch erstmal schauen, wie weit das ist. Nicht, dass die sich dann irgendwann trennen und dann halt einfach immer noch diese Gruppe besteht. Wir müssten mal gucken. Oh, wer bist du denn? Du kommst mir auch bekannt vor. Hier, dieser von Highschool-Jahre. Wie heißt der denn nochmal? Kevin, genau. Hi, Kevin. Naja, auf jeden Fall lasse ich die jetzt noch ein bisschen tanzen und ein bisschen Spaß haben. Und würde sagen, ich beende den Part an der Stelle. Und die beiden da, wer weiß, was aus denen wird. Ihr könnt mir ja gerne auch Vorschläge reinschreiben. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!